Yo, Tag zusammen, DJ Vincent aus Frankfurt. Es ist der 5. September 2020. Wir sind am Ende des Corona-Sommers, könnte man fast sagen. Ende der Corona-Zeit will ich noch nicht sagen. Dafür wütet das Virus einfach noch zu doll. Aber immerhin, es geht wieder los mit Hochzeiten. Ich habe jetzt im September alleine 3 Stück. Bin ich total happy drüber, macht richtig Laune. Eine am 9., eine am 12., eine am 26. September. Heute bin ich auf dem Hofgut Hohenstein in Lautertal. Ist eine Location, wo ich noch nie war. Das ist in der Nähe von Darmstadt im Odenwald. Freue ich mich total darauf. Es ist eine relativ kleine Gesellschaft mit 60 Leuten. Setup ist aber trotzdem das gleiche. Ein Subwoofer, 2 Topteile, diesmal 4 Lichteffekte. Und ich habe mir vorher noch vom Jens von Audio Frankfurt, an dieser Stelle beste Grüße, 8 Akkuspots geholt. Die hat sich das Brautpaar gewünscht, um den Raum noch ein bisschen hübscher zu gestalten. Die Themenfarben sind rosa, grün und weiß. Und ich bin echt mal gespannt. Das Brautpaar hat sich heute ein paar echt abgefahrene Musikwünsche ausgedacht. Und zwar stehen die beiden auf Festivalmusik, was auch immer man darunter verstehen soll unter diesem Oberbegriff. Das sind so Künstler wie Deichkind, Materia, Ruskaya oder so hieß eine Gruppe. Dann Fiddler's Green und Dropkick Murphys. Klar, ich meine, Deichkind spielt jeder, aber so Fiddler's Green und Dropkick Murphys habe ich bisher, glaube ich, ich hatte es mal bei einer Hochzeit, da war das gewünscht worden. Ich habe es aber nicht gespielt. Nicht, weil ich das nicht wollte, sondern weil sich das eigentlich gar keiner gewünscht hat an dem Abend. Es ist jetzt, jetzt muss ich auf die Uhr gucken, 1:15. Ich brauche ungefähr eine Stunde, bis ich da bin. Dann geht's los mit Aufbau. 16:30 ist der Empfang. Und für den Empfang habe ich heute die IMG Stageline Flat 100, da heißt sie, glaube ich, Flat 100M. Dabei ist diese kleine Monitorbox, die kann man auch ganz wunderbar auf ein Mikrofonstativ schrauben. Darüber werde ich so ein bisschen Hintergrundmusik machen, da wird nicht viel gesprochen und zur Not machen wir die Musik aus, dann müssen alle kurz zuhören. Aber einfach nur, um ein bisschen zusätzliche Beschallung zu haben. Das Set, was ich aufbaue, ist das ganz normale 12 Zoll Subwoofer, 2 10 Zoll Topteile, 4 Lichteffekte, 4 Bodenscheinwerfer. Und ja, ich bin echt gespannt, ich freue mich total auf diese erste Hochzeit im September 2020. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr alle Videos angezeigt bekommt, die ich so mache. Ich mache vor allem Videos aus meiner Arbeit als mobiler DJ. Das heißt, ich mache ein paar Technikvideos, ich mache ein paar Giglogs, vielleicht auch ein bisschen, ich nenne das Soft Skills, also sprich Verhandeln und Schlagfertigkeit und solche Geschichten. Und wünsche euch bei diesem Video viel Spaß. Macht's gut. Liebes Tagebuch. Herzlich willkommen. Ich bin jetzt im Hofgut Hohenstein und als ich gerade draußen vorgefahren bin, das erste, was mir sofort eingefallen ist, leck mich fett, ist das eine geile Aussicht. Es ist echt unglaublich. Man sieht total tief in dieses Tal rein. Ich zeige das auch gleich nochmal. Ja, das hier, was ihr hinter mir seht, ist hier ist, da ist da, wo ich aufbaue, also ne, Tanzfläche und so weiter. Da ist die Theke. Und da sitzen nachher die Gäste. Den Bräutigam, zeige ich noch nicht. Ihr hört ihn, aber ihr seht ihn nicht. Genau, also hier, das ist der sogenannte Kuhstall. Es gibt im Hofgut Hohenstein gibt es 3 Säle, wo man feiern kann. Ich glaube, die Scheune heißt das eine. Und dann, ich glaube, den Dachboden und den Kuhstall. Und wir sind jetzt hier im Kuhstall. Jo, ich baue einfach mal in aller Ruhe auf. Wie gesagt, ich habe noch die Akkuspots, die werde ich hier gleich noch schön im Raum verteilen. Und ich bin echt mal gespannt auf heute Abend. Ich freue mich sehr und mal gucken, was der Abend so bringt. Bis später. Jo, ich habe mittlerweile aufgebaut, der Sektempfang läuft. Was mir aufgefallen ist, es sind überall Desinfektionsmittelspender und das finde ich wirklich gut. Das sorgt dafür, dass die Gäste trotz Partylaune nicht vergessen, in was für Zeiten wir im Moment leben, mit was für einer Situation wir im Moment zurechtkommen müssen. Das Hofgut Hohenstein ist echt wunderschön. Ich habe vorhin von einer der Kellnerinnen gehört, dass hier im Hof auch noch Leute leben. Also man kann
also hier in den Gebäuden. Man kann auf jeden Fall toll feiern, muss aber zum Beispiel den Lautsprecher, den ich jetzt draußen hingestellt habe, den muss ich nachher wieder reinholen, wenn der Sektempfang vorbei ist. Ja, und im Moment gibt es hier gar nicht viel mehr zu sagen. Der Handyempfang ist hier eine Katastrophe, also ich habe hier überhaupt keinen Empfang. Wenn also irgendeiner von euch mal hier auflegen sollte, schickt eure SMS an die Liebsten vorher, bevor ihr hierher kommt, weil hier gibt es keinen Empfang. So, das Essen läuft. Ich wollte noch mal einen ganz kurzen Hinweis geben. Ich habe diese IMG Stageline Box, diese Flat M100 heißt die, glaube ich, oder Flat 100M, diese kleine Monitorbox, die habe ich reingeholt, habe die da hinten auf ein Stativ gestellt und habe die verbunden, weil die relativ weit weg ist von mir, mit einem Funkverbinder, also mit so einer Funkempfänger. Ich sende jetzt von hier den Funk. Und zwar, das zeige ich auch noch mal eben. Hier unten, das ist dieser Durchschleif-Output von meinem Subwoofer. Da ist der Sender dran und da hinten an der Box, ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, aber wahrscheinlich nicht. Man sieht die Box auf dem Stativ. Da ist der Empfänger und das funktioniert hervorragend. Also ich bin total begeistert. Das hätte ich schon mal viel eher drauf kommen müssen. Ich hatte ja bisher immer diese Thomann MA205 als Aufhellmonitor, die sind aber ein bisschen schwerer. Die wiegen so 5,5 Kilo und diese Flat M100 sind so leicht, das ist mega cool. Die steht locker auf so einem Mikrofonstativ und alles, was ich brauche, ist eine Steckdose. Da gehe ich mit einem Mehrfachstecker rein, einmal den Lautsprecher, einmal so ein Netzteil für den Empfänger, für den Funkempfänger und dann läuft es. Werde ich auf jeden Fall öfter mal einsetzen. Also ich habe den Funkempfänger irgendwann mal gekauft, habe den in meiner Zubehörtasche gelassen, habe den nie wirklich benutzt. Aber gerade heute denke ich, geile Investition, hat sich wirklich gelohnt. Musik